Moin moin und herzlich willkommen zum 200 Abonnenten Grusel Special. An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an alle von euch. Ich finde das einfach Wahnsinn, was ihr da leistet, dass ich so ein tolles Feedback erhalte von euch und dass euch das anscheinend gefällt, was ich hier mache. Das macht mir dann echt Spaß, wenn man merkt, dass man gut ankommt. Und deswegen bekommt ihr natürlich auch diesmal wieder ein Special von mir. Und wie in meinem Infovideo angekündigt, werden wir uns diesmal ein bisschen gruseln. Zumindest hoffe ich das. Ich habe drei kleine Minispiele ausgewählt, die alle ein bisschen gruseliger sind. Ich werde sie jetzt vorweg schon mal nennen und dann noch zu jedem Spiel ein bisschen was erklären, falls ihr die noch nicht kennen solltet, worum es da geht und was wir da für eine Aufgabe haben, wenn wir denn eine Aufgabe haben. Ich werde für jedes Spiel circa eine halbe Stunde, denke ich, opfern. Das heißt, das Special wird ungefähr anderthalb Stunden lang gehen und in drei Parts werde ich es unterteilen. Das heißt, ihr habt für jedes Spiel ein extra Part, falls ihr euch für ein Spiel nicht interessieren solltet oder so, dann könnt ihr halt, je nachdem, welchen Part ihr gucken möchtet, den anwählen. Ihr könnt natürlich auch alle drei gucken, das wäre mir dann noch lieber. Wir wollen spielen zum einen Slender oder auch Slender, The Eight Pages. Dann wollen wir spielen Elementary oder auch Elementary. Kleiner Abklatsch von Slender. Und zu guter Letzt spielen wir SCP-087-B, was der dämlichste Titel von allen dreien ist. Und ja, aber dazu sage ich dann zum Schluss was. Jetzt spielen wir erst einmal Slender. Wer das Spiel noch nicht kennen sollte, vielleicht gibt es ja noch ein paar von. Es wurde am 26. Juni 2012 veröffentlicht und ist von Parsec Productions. Kam für den PC raus und kann man überall downloaden. Kann man übrigens alle drei Spiele, die ich hier vorstelle. Die könnt ihr einfach irgendwo downloaden, die kosten nichts und dann könnt ihr damit spielen und euch gruseln. Bei Slender geht es im Prinzip darum, ja, wir werden in einem Wald ausgesetzt. Wir sind, glaube ich, eine Frau, wenn ich das noch richtig weiß. Und es geht im Prinzip darum, acht Seiten zu finden, die im Wald verteilt sind. Die können an Bäumen hängen, die können an irgendwelchen Objekten hängen, wie, was weiß ich, Mauern, Tunnel, Häuser, Autos sogar. Und ja, wenn wir diese acht Seiten gefunden haben, ist das Spiel im Prinzip beendet. Verfolgt werden wir von einem gewissen Slenderman. Und der verfolgt uns immer intensiver, je mehr Seiten wir finden. Und es gibt halt so gewisse Tricks, wie man den irgendwie ja, auf Distanz halten kann. Manche sagen, man darf sich nicht hektisch bewegen. Manche sagen, gar nicht umdrehen. Oder man darf nicht zu lange an einer Stelle stehen bleiben. Da gibt es viele, viele Theorien. Wir werden mal gucken, was ich gleich machen werde und wie erfolgreich. Ja, sollte es uns gelingen, alle acht Seiten zu finden, dann haben wir noch eine Gelegenheit, glaube ich, kurz rumzulaufen und werden vom Slenderman dann trotzdem erwischt. Ist auch ganz interessant. Also ich glaube, ein richtiges Happy End gibt es bei dem Spiel nicht. Man kann halt einfach nur mal gucken, wie viele Seiten erreichen wir denn. Und das werde ich mir auch zum Ziel setzen. Ja, also sonst gibt es eigentlich keine große Handlung bei dem Spiel. Wir wollen uns einfach ein bisschen gruseln und ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Bevor ich euch jetzt noch länger langweile mit irgendwelchen Gefasel, würde ich einfach mal sagen, viel Spaß bei Slender und Film ab! Moin moin, da ist euer Alex und da unten spielt die Musik, hier ungefähr so, da so, da spielt Slender. Und wir wollen direkt anfangen. Ich starte ein neues Game. Erstmal muss ich hier die Aufnahme starten, das ist viel wichtiger. Jetzt seht ihr auch hier das schöne Hauptmenü vom Spiel. Und ja, ich drücke einfach mal auf Start. Und wir gucken, was uns hier erwartet. Schon ein bisschen her, wo ich das gespielt habe. Aber ich denke, ich finde mich noch einigermaßen in dem Wald zurecht. Bei Slender. Okay. Okay. Licht an. Wir sind also jetzt mitten im Wald und wir gucken mal. Ich gehe jetzt einfach mal spontan hier einen Weg lang. Wir können laufen und wir können normal gehen. Der Nachteil beim Laufen ist, wie wir jetzt sehen, dass die Taschenlampe automatisch nach unten zeigt. Finde ich jetzt nicht so toll. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir da unser erstes Objekt schon. Moment mal. Hinter diesen Bäumen nämlich befindet sich ein Wasserturm. Also, zumindest denke ich, dass das ein Wasserturm ist. Wenn man da oben hinguckt, das ist irgendwie so ein rundes Teil einfach hier im Wald.
Irgendwie sowas in der Art. Und da hängt die Seite. Help me. Natürlich. Okay, zurück zum Weg. Jetzt setzt auch die Musik ein, wie wir hören. Da lang? Ich habe keine Ahnung. Okay, auch hier lang. Das Schlimmste an dem Spiel ist eigentlich die Musik, kann man mal so sagen. Da ist ein Zaun. Okay, da sollten wir uns fernhalten. Weil das, der ganze Wald wird praktisch von einem Zaun eingezäunt. Ja. Da hinten ist was. Das sehe ich an diesen Ästen, die sich da oben im Himmel verknoten, wollte ich gerade sagen. Ich habe diesen Baum immer die Krüppelbuche genannt. Weil es irgendwie verkrüppelt aussieht. Sieht man da schön, ne? Sieht auch cool aus, der Baum, finde ich. Und wie es der Zufall will, hängt da eine Seite. Was steht da? Always watches, no eyes. Okay. Gehen wir mal weiter diesen Weg lang. War ja bisher ganz erfolgreich hier. Okay. Oh! Den nehmen wir doch mit. Oh, da war eben so eine Bildstörung. Das heißt, dass irgendwo der Slendy hier steht. Laufen mal ein Stück. Oh Gott, die Musik. Oh, 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 oh. Eigentlich in diesem Gang.
Katze, ich muss hier weg. Wir dürfen, glaube ich, auch nicht zu lange an einer Stelle stehen bleiben. Irgendwie spürt das Slenderman das. Ja, jetzt bin ich natürlich irgendwo. Einfach mal stumpf reingerannt in den Wald. Knistern ist schon mal weg. Er war schon wieder in der Nähe. Ich möchte das auch nicht totreden hier. Das soll ja ein bisschen unheimlich wirken. Ach nee, Zaun, ne? Jo, Zaun. Dass ich wieder vom Weg weggegangen bin, aber naja, manchmal muss man auch vom Weg runter, weil die Objekte nicht alle direkt auf dem Weg liegen, die man finden kann. Ich bin mir nicht sicher, ist da hinten was oder bilde ich mir das gerade ein? Ich habe es mir anscheinend eingebildet. Trotzdem werde ich diesen Weg weitergehen. Weil umdrehen hat auch wenig Sinn. Vor allem kann er uns dann schneller finden, wenn wir uns ständig drehen. Angeblich. Also es soll so ein kleiner Tipp sein, dass man sich nicht zu viel drehen soll und hektisch bewegen. Und da ist schon wieder der Zaun. Ach Mensch! Bald ist unsere Taschenlampe leer. Oh, es raschelt.
knistert. Tja. Wo lang gehen? Es kann auch gut sein, dass ich die ganze Zeit im Kreis laufe. Ich blicke hier nicht wirklich durch. So viel zum Thema. Oh. 4 Seiten. Es geht besser. Und ich denke, wir machen gleich einen zweiten Versuch. Also bleibt dran. Bis gleich. Tja, und da sind wir auch schon wieder zurück bei Slender. Und ich denke, wir starten direkt in die zweite Runde. Ich drücke auf Klick. Ich drücke auf Klick. Und mache Start Game. Hier. Und da wir das schon kennen, überspringe ich das mal und wir sind direkt im Wald. Und ich glaube, wir wurden wieder an der gleichen Stelle rausgespuckt, wie es aussieht. Das heißt, wir gehen mal wieder rechts. Da war ja dieser Wasserturm oder was das war. Denn die war ja recht simpel zu kriegen. Ich glaube zumindest, dass das die gleiche Stelle war. Also eigentlich wird man willkürlich rausgeschmissen. Und wie ich sehe, war das nicht die gleiche Stelle, oder? Hier müsste doch nochmal... Doch, da ist... Oh, ich sehe sogar... Ich sehe eine Seite. Ich sehe eine Seite. Ja, es ist der Turm hier wieder. Und diesmal haben wir einen anderen Zettel. Follows. Okay. Oh, die Musik setzt ein. Ich habe die Musik jetzt einen kleinen Tick lauter auf meinen Ohren. Ich gehe mal hier lang. Ich weiß nicht, ob das jetzt hilft, aber... Boah. Das steigert natürlich ein bisschen die Schockmomente. Bei mir. Wie es bei euch ist, kann ich nicht so sagen. So, hier geht's rechts oder links? Ich geh mal nach rechts. Da sehe ich was. Da sind Steine. Die Steine jenseits der Gebeine. Wer die drei Fragezeichen und den Superpapagei kennt. Da gehen wir mal vorsichtig drum rum. In der Hoffnung, dass wir hier was finden. Da. No, 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 no. Okay. Das war das zweite Objekt. Cool. Und da ist ja Zaun. Das ist nicht so cool. Mano. Gehen wir mal hier weiter. Irgendwann wird ja hoffentlich wieder ein Weg kommen. Steht, warum auch immer. Kann natürlich passieren, natürlich. Oh, da ist die Seite. Sehr geil. Brauchen wir gar nicht drum rumrennen. Leave me alone. Ja, ich mache nichts lieber. Rennen wir wieder direkt in den Wald. Zaun, scheiße. Den nehmen wir auch mit.
4 Stück, Leute. 4. Das ist nicht schlecht. Halten wir uns mal rechts, oder? Würde ich mal sagen. Damit haben wir jetzt so viel wie eben. Wieder unser blauer Tankwagen von eben. Den nehmen wir auch mit. Ich hoffe, hier ist wieder was auf der Motorhaube. Nein. Sollten wir drum gucken. Da ist definitiv nichts. Okay. Och man, ich wollte doch in die andere Richtung. Das war jetzt gerade ein bisschen deprimierend. Wieder nur 4 Seiten. Ich sag, alle guten Dinge sind 3 und wir machen noch einen dritten Versuch. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Also bleibt dran. Wir sehen uns gleich wieder. Na, was soll ich sagen? Bis gleich. Grüß Gott, da ist er wieder. Und dritte Runde, ne? Ich klicke mal hier. Und ich klicke mal da. Zack. Und nochmal. Und wir sind mitten im Wald. Und ich renne mal wieder in diese Richtung. Drücke ich hier den falschen Knopf? Ich drücke den falschen Knopf. Sehr gut. Ich spiele normalerweise selten PC-Spiele, muss ich dazu sagen. Und deswegen kann das ruhig mal sein, dass ich hier mit der Lenkung ein bisschen Schwierigkeiten habe. Okay, wir sind schon wieder beim Wassertor. Wir sind 3-mal an der gleichen Stelle rausgeschmissen worden. Das ist schon ein bisschen selten. Ist schon Zufall. Wahrscheinlich ist diesmal keine Seite hier. Das wäre natürlich beschissen. Doch, da ist was. Okay. Gehen wir diesmal zurück. Diesen Weg hier. Wenn ich den noch finde. Da, wo wir am Anfang waren, zu unserer Krüppelbuche. Wie ich sie so gerne nenne. Ach, sie ist jetzt schon wieder erschöpft. Also bald ein bisschen langsamer unterwegs. Wir können auch den Weg hier abschneiden. Wir müssen hier durch. Da ist der Baum. Ein Baum im Wald. Wer hat das gedacht? Gehen wir ein bisschen langsamer. Gucken uns die Umgebung an. Sterne. Und da hängt eine Seite. Die will ich. Leave me alone. Okay. Okay. Unser roter Lastwagen. Die hat sich beim ersten Mal der Slenderman gemeldet. Da war eine Seite! Ich hau mal direkt ab. Das war jetzt Pille-Palle. Das machen wir nochmal. Ne, komm, direkt weiter hier. Das war jetzt nur total scheiße. Sowas machen wir nicht. Ich gehe jetzt direkt. Ne, ich gehe da lang. Das war ja nun wirklich Kinderkram. Ja, wir sind schon wieder beim Wasserturm. Ich wusste ja nicht, wo der war. Ich wusste nicht, wo ich lang rennen sollte. Das war gerade das Problem, was ich hatte. Man weiß ja, also ich konnte ihn jedenfalls eben nicht sehen. Vielleicht bin ich ihm direkt in die Arme gelaufen. Muss ich wohl, aber. Na, wir gehen hier einmal rum.
und stellen fest, dass hier diesmal keine Seite ist, oder was? Nee, ne? Ach, ihr Schweine! Keine Seite für den Alex! Okay. Dann gucken wir mal weiter. Jetzt bin ich natürlich total vom Weg abgekommen. Super! Beste Voraussetzung. Okay, hier ist ein Weg. Das ist ja schon mal was. Ich gehe jetzt hier lang. Ich habe noch nichts gefunden. Geil. Läuft gut. Da ist der Zaun. Aha. Ah, da ist was. Da ist das gemauerte Kreuz. Okay, fangen wir hiermit an. Da ist nichts. Nimm die. Und laufen. Ich laufe mal hier in den Wald. In der Hoffnung, dass wir auf irgendwas stoßen werden. Nee doch, geht das schon wieder los. Oh, hier sind die Wassertanks. Ah ja. Dann gucken wir uns doch hier mal um. Vielleicht finden wir diesmal eine Seite bei den Tanks. Bisher nicht. Okay. Oh, da steht er. Habt ihr ihn gesehen? Okay. Da ist das Toilettenhäuschen. Ja! Gehen wir erstmal ins Klo. Normalerweise nicht so der Typ, der beim Spielen immer in Schreie oder so ausbricht. Also, da muss ich euch vielleicht enttäuschen. Aber, ja. Ich erschrecke mich schon, so ist das nicht. Okay, versuchen wir mal hier unser Glück. Zweite Seite! Das ist ja schlimm. Und hier geht's raus. So. Gehen wir noch einmal durch die Tanks durch, weil ich eigentlich der Meinung bin, da müsste was sein. Jetzt hätten wir schon zwei Objekte, wo nichts ist. Das ist eigentlich selten. Also, ja, es sind immer zwei, wo nichts ist, weil es insgesamt 10 Punkte gibt. Da ist doch was. Das heißt 10 Punkte. Ich meine, es gibt 10 Orte, wo man hin.
Seiten gehen kann und Seiten finden kann und zwei sind halt immer ohne Seiten. So, hier ist ein Weg, glaube ich, oder? Ja, den nehmen wir mal. Gekriegt. Da habe ich mich eben verjagt. Gut, Leute, das war also die erste Runde meines 200 Abonnenten Grusel-Specials mit Slender. Und wenn euch das Spaß gemacht hat und ihr euch noch ein bisschen mehr gruseln wollt, dann schaltet gleich im zweiten Part ein bei Elementary. Und bis dahin sage ich Prost und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Alex.